Egal ob Teltow-Kanal, Regio-TV Nord, die Lausitzwelle oder Lausitz-TV aus Cottbus, die privaten Lokalfernsehsender aus ganz Brandenburg haben sich am 23. August in Senftenberg bei ihrer Verbandstagung über die aktuellen Herausforderungen ausgetauscht. Darüber konnten wir mit Blick auf den Senftenberger Hafen mit dem Vorstandsvorsitzenden des Verbandes Ulrich Pösselt sprechen. Die größte Herausforderung ist, wie seit Jahren, wie ständig, die Überlebensfähigkeit, also die finanzielle Kraft, die wir noch aufbringen können oder aufgebracht haben in den letzten Jahren. Und wir entwickeln gemeinsam neue Ideen, neue Formatideen. Wir tauschen uns verstärkt über Inhalte, über gemeinsame Sendezeiten, über neue politische Austauschqualitäten aus und gucken, wie schnell wir was wie umsetzen können. Und das Wichtige ist ja, wir haben einen guten Vorreiter mit dem Brandenburg-Journal, wo ja tatsächlich alle Kollegen und Kolleginnen aus dem Land Brandenburg Beiträge einsenden können, die landesweit zu sehen sind. Wir also Geschichten aus der Prignitz in der Lausitz uns ansehen können oder Lausitzer Geschichten in der Uckermark. Ja, wir sind auch ein wenig überrascht von dem Erfolg, dass wir dieses Magazin wieder aufgelegt haben. Hat wunderbar funktioniert, dank der Förderung der Landesmedien bzw. des Geldes des Landtages Brandenburg. Und der Erfolg zeigt, wir müssen mehr unternehmen, zu gleichen Zeiten, mit gleichen Ansätzen, wie wir Brandenburg auch politisch besser informieren können. Und genau darum geht es auch heute, ja, unsere Stärken noch mal zu vertiefen. Wo sind wir denn wirklich stark? Wo unterliegen wir auch den Größeren oder denen, die vielleicht auch gar nicht so sehr auf ihr wirtschaftliches Handeln schauen müssen wie wir? Und wir müssen ja immer die Kombination finden, wie sind, bleiben wir überlebensfähig mit gutem Qualitätsjournalismus, uns so weit ins Rampenlicht zu schieben, dass wir auch für kommerzielle Aufträge interessant sind, dass wir über unsere lokale Berichterstattung auch neue Kundenkreise erschließen. Ob regionale Investitionen, die Arbeit im Ehrenamt, Neuigkeiten aus den Rathäusern oder den Kreisverwaltungen, Themen finden sich für Lokaljournalisten immer. Dazu gehören aber auch Ratgebersendungen oder Experteninterviews. Das muss nicht jeder der gut 10 regionalen Fernsehsender für sich allein machen. Hier kommt es auf eine gute Zusammenarbeit im Verband an. Und die war das Thema im ersten Teil der Konferenz. Was ist tatsächlich wichtig, damit wir als lokale Berichterstatter wirklich wahrgenommen werden, landesweit? Also wichtig ist erstmal, dass wir wirklich alle da sind. Und das ist ein richtig gutes Gefühl, dass alle Lust haben auf Lokalfernsehen, Lust auf Fernsehen machen und dass sie alle hier am Tisch sitzen und sagen, was können wir tun, dass das Lokalfernsehen noch besser wird, noch qualitativ hochwertiger wird und noch interessanter für die Zuschauer. Lokale Geschichten und Berichte landesweit zeigen, das ist die Herausforderung für alle regionalen Fernsehsender. Mit dem Brandenburg-Journal, produziert bei Hauptstadt-TV in Potsdam, hat der Verband genau diese Plattform. Also wir haben schon Gas gegeben. Wir haben im Moment 6 Sender, die sich an dem Brandenburg-Journal beteiligen, haben ein halbstündiges Magazin, das alle 14 Tage bei allen Sendern, die mitmachen, um 20 Uhr am Sonntag ausgestrahlt wird und dann natürlich auch in Wiederholungen. Und dieses Magazin gibt, wie ich finde, schon mal einen guten Einblick und einen bunten Einblick in ein interessantes, abwechslungsreiches und buntes Brandenburg. Da sind wir dabei. Wir wollen es natürlich noch ausweiten. Mehr Sender sollen mitmachen. Das Magazin soll irgendwann noch länger werden und vielleicht auch in jeder Woche dann sozusagen zur Ausstrahlung kommen. Bisher werden 6 Sender für das Format Zuhause in Brandenburg von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg gefördert. Daher hofft der Verband mit Hilfe von zusätzlichen Fördermitteln, das Angebot von Berichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft oder Sport ausbauen zu können. Das heißt, wenn wir das Brandenburg-Journal ausweiten wollen, wenn wir sagen, dieses tolle Format strahlen wir nicht nur alle 14 Tage neu aus, sondern es gibt jede Woche eine neue Folge, dann muss es mehr Zulieferung geben und das bedeutet natürlich mehr Arbeit für die Sender und das bedeutet auch, die müssen mehr unterstützt werden. Bei der Verbandstagung ging es auch um technische Veränderungen. Mehr Zusammenarbeit, mehr Austausch von Beiträgen oder Sendungen stellt die Mitgliedssender vor neue Herausforderungen.
Es ist ja so in Brandenburg, jeder Sender hat seine eigene Sendeautomation. Es gibt mehrere Anbieter, der eine hat den, der andere hat den. Was natürlich immer ein Problem ist, ist das Thema Vernetzung. Wenn ich vernetzen will, muss es auch Möglichkeiten geben, auf einer Ebene miteinander zu kommunizieren und Inhalte zu tauschen oder Programmplanung in anderen Sachen oder einen anderen Sender zu machen. Das gibt es so nicht und das ist unser großes Zukunftsthema als Verband. Wir wollen gucken, dass wir es schaffen, in Brandenburg ein einheitliches Format, ein einheitliches Sendesystem zu kreieren, sodass wir auch wirklich die Möglichkeit haben, wenn Seenluft24 eine Live-Sendung macht, die zum Beispiel auch für Cottbus interessant ist, dass ich automatisch auf diesem Sender auch mit ausstrahlen kann. Alles großes Zukunftsthema, sowas ist nicht vorhanden und das wird auf jeden Fall uns die nächsten Jahre beschäftigen. Mit einem einheitlichen Sendesystem könnten auch weiße Flecken in der lokalen und regionalen Fernsehberichterstattung im Land Brandenburg geschlossen werden. Auch da ist der Verband bestrebt, quasi da, wo es schon mal Lokalfernsehen gab oder wo es noch nie Lokalfernsehen gab, vielleicht lokales Fernsehen hinzubringen. Das ist dann mit so einem einheitlichen Sendesystem absolut möglich. Aus den Ideen der Verbandstagung soll jetzt ein Strategiepapier entwickelt werden, welches auf Landesebene und mit der Medienanstalt besprochen werden soll. Ziel ist es, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für die Zukunftsthemen zu finden. Ob und wie das klappt, werden wir im wahrsten Sinn sehen, und zwar im Lokalfernsehen.